Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Pflanzensim Challenge. Derwin möchte sein ganzes Leben als Pflanzensim verbringen. Darum ist er in ein kleines Baumhaus gezogen, das mitten im Grünen steht. Bevor er ein Pflanzensim werden kann, muss er 6 Bohnen von anderen Pflanzensims bekommen. Zuerst seht ihr in einem Speed-Video, wie ich Derwin im Kass erstelle. Und dann könnt ihr sehen, wie ich das kleine Baumhaus baue. Nach 12 Minuten fängt dann die eigentliche Challenge an. Und hier sind wir im Kass. Derwin ist übrigens ein walisischer Name und bedeutet Eiche. Ich habe lange nach Männernamen gesucht, die mit Pflanzen zusammenhängen, und da gibt es praktisch gar nichts. Und von den wenigen hat mir Derwin dann doch am besten gefallen. Obwohl, das wird nicht unbedingt als Name benutzt, das ist einfach das walisische Wort für Eiche. Und Green ist grün, da habe ich es mir dann einfach gemacht. Ja. Also hier diesen Typen habe ich mir ausgesucht, dann habe ich ihm rote Haare verpasst, weil ich dachte, steht im schönen Kontrast zu dem Grün des Pflanzensims, was er dann werden will. Und jetzt ziehe ich ihm gerade allerlei Klamotten an. Alles mit Betonung auf Grün, und vor allem die Alltagsklamotten habe ich auch so ein bisschen so outdoor-mäßig naturnah gemacht. Und ja, im Zweifelsfall die ganzen Klamotten grün. Wer weiß, ob er jemals Partyklamotten braucht. Schwimmklamotten wird er oft brauchen, denn wenn er erstmal ein Pflanzensim ist, dann ernährt er sich ja weitgehend von Wasser und Sonne. Und dazu kriegt er auch einen winzigen Pool in seinen kleinen Garten. Ja, hier suche ich jetzt nach einer Frisur, die er für die ersten paar Tage tragen soll, solange er noch kein Pflanzensim ist. Jo, okay, so hat er mir gefallen. Ich habe ihn jetzt so in dem eher blässlichen, keltischen Hautton gemacht, weil, ja, walisischer Name, da passt das eigentlich. Gut, das war's schon. Und jetzt suche ich ihm ein Grundstück. Ja, ich habe ihm mein Lieblingsgrundstück gegeben, also mein Lieblingsgrundstück für naturbewusste Sims, die auf einem kleinen Platz leben können. Sagen wir mal so, zwischen diesen zwei Gewässern, mitten in Windenburg, die kleine Halbinsel, und ich dachte, das ist für einen Pflanzensim einfach traumhaft. Und ja, er kriegt jetzt ein winziges Baumhaus gebaut. Bei dem Haus habe ich auch berücksichtigt, dass er als Pflanzensim ja gar kein Klo braucht und auch nichts essen muss, aber dass er am Anfang natürlich schon ein Klo braucht. Darum habe ich ihm so ein kleines Plumpsklo da in die Ecke gestellt, und zum Essen kriegt er einfach mal so eine Kühlbox hingestellt, damit er in den ersten Tagen essen kann. Dann kann er sich vielleicht auch was grillen am nahegelegenen Grillplatz. Und später kann er dann diese Kiste nehmen, um sich draufzusetzen, also die Kühlbox meine ich. Oder wenn mal Gäste hungrig sind, er selber braucht dann ja nichts mehr zu essen. Aber die muss natürlich rein, weil er ja nicht sofort Pflanzensim ist. Ansonsten gibt es eine Dusche in seiner Baumhütte und natürlich ein Bett, denn schlafen muss er ja schon. Und alles so möglichst im Outdoor-Natur-Look. Seht ihr ja schon da diese Holzdusche und das Bett mit den geschwungenen Holzästen. Ja, das haben wir ja alles schön von dem Outdoor-Retreat, Outdoor-Leben auf Deutsch, da passt das ganz gut. Und natürlich wird das Haus jetzt noch in schönen grünen Tarnfarben eingekleidet, damit das nicht groß auffällt zwischen den Bäumen, die ich dann gleich noch drumrum mache. Aber ich wollte erstmal das Haus bauen und möblieren, weil die Bäume, die sind dann schon immer ein arges Sichthindernis beim Bauen.
Ja, das wird jetzt hier alles. Da suche ich noch nach einem natürlicher wirkenden Zaun, der noch ein bisschen kleiner ist und so. Hab aber nichts gefunden. Und da kommt jetzt noch so eine Leiste drumrum. Fenster braucht das Haus natürlich schon auch. Da mache ich jetzt nicht so großartig viel Fenster, weil er wird sich da ja praktisch nur aufhalten, um sich mal eben ein Buch zu holen und um zu schlafen. Und das ganze andere Leben findet eigentlich draußen statt. Schließlich braucht er ja auch Sonne. Und natürlich kommt eine Treppe hoch zu seinem Haus. Und hier fange ich jetzt an, Bäume drumrum zu drapieren. Und unter dem Haus steht ja dieser dicke Baumstumpf. Das ist, glaube ich, ein Tisch. Und den habe ich vergrößert. Das ist ein beliebter Trick für Baumhäuser. Und diese knorrige Eiche passt auch sehr gut, also diese gewundene, um ja, Baumhäuser draufzustellen. Und das andere ist eine vergrößerte Eiche, passt alles auch sehr gut zu seinem Namen, weil er ja Eiche heißt. Und das Haus kriegt natürlich noch ein kleines Dach. Jo, ganz einfach und bescheiden, dachte ich. So ein Strohdach. Ja, nichts Besonderes. Und ja, die Bank vor dem Häuschen habt ihr bestimmt auch schon gesehen auf seiner kleinen Terrasse. Das entspricht dann sozusagen seinem Wohnzimmer. Und dann werden die Wände natürlich ein bisschen überwuchert. Das Ganze mit dem Budget von 20.000. Also das ist ein Starterhaus, auch mit dem Swimmingpool, den ich Ihnen jetzt gleich noch baue. Ja, weil er ist ja ein neuer Sim und er muss damit auskommen. Aber wenn man so ein kleines Haus macht und da praktisch nichts drin ist, dann kann man auch ein paar Pflanzendekorationen und Schwimmbad und sowas machen. Dann hat er da noch einen Techtelmechtelbusch. Sieht nett aus. Und unten habe ich jetzt ein Waschbecken hingemacht, damit er unten, wenn er gärtnert, sich auch mal eben ein Glas Wasser holen kann. Und ja, hier noch so ein paar Pflanzen. Die passen auch recht gut zu den Pflanzen, die es sowieso schon um das Grundstück rum gibt. Das ist ja das Schöne, da ist sowieso schon, sind Bäume und Pflanzen und da kann sich so ein Baumhaus so richtig schön so reinschnuckeln. Und diesen magischen Baum, den habe ich aus dem Cheat-Debug-Bereich geholt, weil ich den einfach so gern mag und ich dachte, vielleicht gehe ich mit ihm auch mal in diese Waldlichtung und jetzt baue ich den Swimmingpool. Ja, da habe ich erstmal mit einem ganz kleinen angefangen, um zu sehen, wie weit reicht eigentlich das Geld. Und da ist schon noch ein bisschen Luft, dann kann man den noch einen Tick größer machen. Ich glaube, ich mache ihn noch etwas größer, damit er länger schwimmen kann. Und aber es bleibt ein kleiner Swimmingpool. Dient ja auch hauptsächlich darum, dafür, dass er sich befeuchten kann. Und natürlich soll er auch gärtnern. Das passt einfach sehr gut zu so einem Pflanzensim. Darum habe ich ihm so einen Pflanzkasten hingestellt. Da kann er sich dann am Anfang ein paar Samen kaufen, solange es in der Umgebung noch nichts gibt an Pflanzen. Und ich wollte ihm aber sonst keine Pflanzkästen, kaufen, sondern dass er die angebauten Pflanzen mehr so organisch auf seinem Grundstück verteilt. Anders als ich das sonst mache. Und als Sim dürfte ihm das keine Schwierigkeit machen, das zu pflegen, weil er geht einfach von Pflanze zu Pflanze und er braucht da eigentlich keine Ordnung. Und den rechten Bereich vor dem Baumhaus, den will ich leer lassen für den magischen Baum, den er kriegt, um da die Pflanzensim Bohne zu finden. Der ist ja so ähnlich wie der linke magische Baum. Ja, jetzt kommt noch eine kleine kurze Videotour und
Dann geht die eigentliche Challenge los. Wir fahren jetzt hier nochmal so drumrum. Mir gefällt das wunderbar, wie dieses Grundstück sich da in die Landschaft einschmiegt. Da habe ich gleich so viel Lust gekriegt, das zu spielen. Zuerst war ich ein bisschen unsicher, weil ich ja mit Kendra auch schon Pflanzensim gespielt habe. Aber dieses hier, das muss ich unbedingt ausspielen. Und ja, jetzt sieht man, glaube ich, noch mal kurz ins Schlafzimmer, genau. Und dann noch mal ganz kurz, wie er schläft, wie er im Swimmingpool schwimmt. Wie komme ich jetzt auf Schlafen? Ja, genau. Und da kommt auch schon das Begrüßungskomitee. Dabei wollte ich doch hier nur die Videotour kurz filmen. Aber die habe ich dann schon mal abgewickelt und heimgeschickt, wenn es dann richtig losgeht. Ja, das ist jetzt sozusagen der letzte Anblick, bevor es losgeht. So, da sind wir jetzt direkt im Spiel. Derwin steht vor seinem Bücherregal. Es ist wohl momentan sein größtes Pläsier. Ah, und da sind auch noch die ganzen Leute von dem Willkommensdings. Aber eigentlich hatte ich die schon... Na, ich habe sie nicht weggeschickt. Ich habe nur diese Aktion beendet. Sollen die ruhig mal ein bisschen baden? Ich gucke jetzt mal, ob zufällig diese Jasmin Holiday hier rumlungert. Sonst rufe ich die mal an. Nö, ich sehe sie gerade nicht. Dann lasse ich den Derwin mal die Jasmin Holiday anrufen. Ja, er genießt seinen Pool schon ganz offensichtlich. Da könnte er auch angeln, wenn er will. Ja. Oh. Mit ihr hat er gleich einen negativen Balken. Wahrscheinlich, weil ich dieses Begrüßungsdings beendet habe. Wie lustig sie da im Gestrüpp sitzt. So. Kommst du da angerannt? Die Jasmin? Das ist jetzt nicht unbedingt Jasmin. Na, sie wird schon kommen. Oh, da läuft schon ein Pflanzensim. Das ist doch cool. Na, den könnte er ja vielleicht gleich mal abfangen. Geh doch einfach mal hier hin. Denn ich glaube, man kann auch schon diese Bohnen bekommen. Ah, er will nicht. Die Bäume versperren die Sicht. Da kann er nicht hingehen. Warum kann er da nicht hingehen? Was hast du für ein Problem, mein Lieber? Okay. Dann geh doch mal hier hin. Sehr mysteriös. Da läuft er davon, der Pflanzensinn. Und da ist, glaube ich, auch schon Jasmin Holiday. Dann geh mal hier hin. Gucken, ob er das diesmal schafft. Ja, sehr gut. Da kommt auch der Pflanzensinn wieder. Ja, es gestaltet. Ist das Jasmin Holiday? Ja. Da steht diesmal gar nicht Herausforderungsleiterin. Na komm. Vielleicht hat die gerade frei. Sehr mysteriös das alles. So. Jetzt. Ich mache das mal ganz drastisch und lass ihn zuerst um eine magische Bohne bitten. Und jetzt
Na, warum kann er die nicht anklicken? Oder ich kann sie nicht anklicken. Ja, sie hat hier schon so offizielle Klamotten an. Eine unwohle magische Bohne. Na, das ist doch toll. Andere müssen da viel Mühen aufwenden, um eine unwohle magische Bohne zu bekommen. Also die kann er gerade nicht anklicken. Er will ein Spiel spielen. Ich versuche ihn nochmal die Jasmin anrufen zu lassen. Dass er schon seine erste Bohne hat, ist doch toll. Okay, sie geht jetzt heim. Und Jasmin kommt sofort. Jetzt ist sie, sehr gut, jetzt ist sie Herausforderungsleiterin. Na, da bin ich ja froh. Das nimmt alles seinen ordentlichen Gang. So. Stoppen wir mal kurz. Denn das ist ja hier ein entscheidender Moment. Mache ich mal einen Screenshot. Und ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel vielleicht noch. Schade, dass er wegguckt. Nun gut. Auf jeden Fall hat er jetzt wahrscheinlich diesen Stumpf bekommen. Ja, sehr gut. Ganz prima. Und seine erste Bohne hat er auch schon. Ich lese hier mal vor, was da steht für diejenigen, die diese Pflanzensim-Herausforderung noch nicht kennen. Für kurze Zeit steht die Pflanzensim-Herausforderung zur Verfügung. Und so geht's. Suche in der Nachbarschaft nach Pflanzensims. Wenn du welche gefunden hast, bitte sie um eine magische Bohne. Die Art der Bohne, die sie dir geben, hängt von ihrer aktuellen Stimmung ab. Wenn du eine Bohne erhalten hast, lege sie in einen magischen Pflanzensim-Stamm. Er befindet sich in deinem Inventar. Wenn du 6 verschiedene Bohnen in den Stamm gelegt hast, bewässere den Stamm, um herauszufinden, welche magischen Dinge daran wachsen. So, magisch, magisch. Ja, und du kriegst jetzt wohl zuerst den Levelaufstieg im Handyspiele spielen, gell? Ganz toll, sehr beeindruckend. Geh doch am besten mal aufs Klo. Denn du hast ja ein Klo. Und da du das ja jetzt noch brauchst... Ja, schön einsam. Ich habe ihn auch zum einsamen Typen gemacht. Weil er ja auf seinen Streifzügen als Pflanzensim dann wahrscheinlich viel allein ist und dann leidet er da nicht so drunter. Und er lebt ja auch allein. Und dann gucken wir mal, ob da noch mehr Pflanzensims rumrennen. Aber es könnte sein, dass es dafür schon langsam zu spät ist. Es wirkt schon so sonnenuntergangsmäßig. Und die Pflanzensims sind eher tagsüber unterwegs. Jo. Was ist da so? Da läuft die Jasmin Holiday und hier der, ich glaube, das ist Björn Bjergsen. Ja, lauter Leute, aber keine Pflanzensims mehr. Ja, weißt du was? Ich komme mal kurz zu dir. Dann lassen wir dich noch ein paar Pflanzen anbauen. Damit du heute noch was schaffst. So, Samen kaufen. Wir nehmen mal Früchte, Gemüse und Kräuter für Einsteiger. Und vielleicht auch Knoblauchsamen. Weil die Vampire ja doch oft vorbeikommen. So. Und dann kannst du die mal alle aufmachen. Samenpaket öffnen. So.
So. So, das ganze Inventar voll mit Kram. Ah, und natürlich platzieren wir hier diesen Stamm. So. Sehr gut, so ein bisschen schräg vielleicht. Jawohl. Und setzen die erste Bohne rein. Ja, hol dir einfach mal irgendwas zu essen aus deinem... Und ich lasse schon mal einen Teil pflanzen. Noch nicht alles, weil das macht sonst richtig Arbeit. So. Wo pflanzen wir was hin? So ein bisschen verstreut wollte ich das ja machen. Für die Bananen braucht er Baumplatz. Gucken, wie groß ist das Ding? Ja, da könnte man... Ich mach das mal da hinten irgendwo hin, die Bananen. So. Pflanzen. Und dann lasse ich ihn vielleicht mal noch die Weintrauben pflanzen. Und dann ist das auch schon genug für heute. So. Pflanz die auch mal und dann bewässer das alles. Wie schnell es jetzt schon dunkel wird. So, bewässern. Warum kannst du die nicht pflanzen? Aber die ist vielleicht zu dicht am Baum. Probierst es mal so. Genau. Sehr schön. Na. Bewässern. Und den kannst du dann auch noch bewässern. Dann hat dein Garten wenigstens schon mal einen kleinen Anfang gemacht. Und dann könntest du mal hier hochgehen oder gehst erstmal hier hin, weil ich mache vielleicht ein Screenshot, wie er da so steht. Geh mal dahin und dann komm mal raus, hier hin. Ja. Weil ich finde, das sieht eigentlich ganz idyllisch aus, hier so vor seinem Baumhaus. So. Ja, ich probiere das mal, ob mir das dann als Bild gefällt. So, so. Damit man mehr von ihm sieht. Ja, ist jetzt nicht ideal. Da hätte ich mal tagsüber dran denken müssen. Okay, dann darfst du jetzt mal hier dein Müsli essen, dein Joghurt. Und ich mache für die erste Episode mal einen Cut. Die ist jetzt sowieso lang genug geworden. Und in der nächsten Episode sehen wir weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.